Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 4, 5, 5, Craft Attack 5, wir spielen 5, nicht 4 und da unten ist ein 100k-Schild, das mache ich mal ganz kurz und flotti die Karotti weg. Ich finde es richtig krass, Leute, ich finde es richtig krass, wie eure Kommentare zum letzten Video aussahen, vor allem wegen der Frage, ob ich Redstone-Tutorials machen soll oder nicht, und ich glaube, das werde ich tun. Ich glaube, ich werde wirklich in den nächsten paar Tagen ein paar Redstone-Tutorials hochladen. Vielleicht auch noch mal ein paar andere Videos. Ich werde mal gucken, was ich alles für Ideen habe, was Redstone angeht. Ein paar habe ich da auf jeden Fall. Einige sogar schon. Mal gucken, wie ich die umsetzen kann. Es dauert noch ein paar Tage, dann denke ich mal. Ich denke mal, so in der nächsten Woche könnte vielleicht schon das erste Redstone-Video dann auf meinem Kanal erscheinen. Aber erstmal machen wir natürlich hier weiter. In der Welt von Craft Attack. Auf diesem wunderschönen Server mit den ganzen tollen Leuten. Da freue ich mich auf jeden Fall. Auf Craft Attackericino, wie man so schon sagt. Hier packen wir mal das hier rein. Hier können wir mal das ganze Eisen rausholen, weil wir haben ja noch ein bisschen was. Sehr gut. Heute, meine lieben Freunde, habe ich wieder einiges auf dem Programm. Ich möchte natürlich demnächst mit der U-Bahn weitermachen. Aber weil wir in der letzten Folge haben wir zwar nicht dran gearbeitet, aber in der vorletzten Folge und in der Folge davor. Ja, heute gehen wir aber was an. Ich zeige es euch erstmal und mein Inventar mache ich. Heute gehen wir was an, was schon die ganze Zeit auf meinem Plan stand. Das hier muss auch noch fertig gemacht werden. Das machen wir aber dann später. Heute, wie gesagt, gehen wir erstmal was an, was schon die ganze Zeit auf dem Plan stand. Dafür müssen wir mal ganz kurz mit dem Aufzug quasi runterfahren. Super nice. Einmal hier so. Okay. Ich dachte schon, der bleibt stehen, aber nö, der ist nur ganz kurz gestockt. Perfekt, einmal im Aufzug. Ich find den Aufzug so geil. Heute machen wir das hier. Wir machen den Eingang, wir machen den Gang, wir machen den Weg. Bis hier hinten machen wir schön, weil das ist echt nicht cool. Und ich freue mich schon mega, weil sobald der Weg schön gemacht ist, können wir mit dem Park anfangen. Und ich habe so viele geile Ideen für den Park. Es wird auch langsam Zeit, den Park anzufangen. Ich wollte so die ersten paar Folgen, die ersten 10, 15, 20 Folgen, wollte ich auf dem Server meine Grundlage legen und die habe ich schon sehr gut gelegt. Und wir haben sogar noch ein Tunnelsystem mit dabei angefangen, zufällig, ja, aus Versehen quasi. Aber jetzt wollen wir dann endlich mal mit der eigentlichen Base anfangen, mit den ganzen Farmen und allem, was wir hier haben. Was ist das eigentlich für ein Schatten? Das sieht aus wie ein Creeper. Alter, der Schatten sieht aus wie ein Creeper. Von wo? Von da. Der Schatten von dem Ding sieht einfach aus wie ein Creeper. Hoffentlich explodiert er nicht. Naja, heute machen wir den Eingang, den Tunnel zu unserer Brücke, zu unserem Park. Darauf freue ich mich wirklich schon. Habe ich jetzt schon 7-mal gemacht, gesagt, glaube ich. Und bevor wir das machen, habe ich aber noch eine Challenge für euch. Denn ich habe ja gesagt, ich würde gerne so viele coole Challenges machen, wie ich kann. In dieser Staffel Craft Attack. Unter anderem das mit dem Texture Pack, was ich in der letzten Folge angesprochen habe. Unter anderem das mit dem Hauptbahnhof, mit der Decke. Und heute wollen wir eine ganz coole Challenge starten. Und zwar würde ich gerne hier hin. Also entweder hier so hin oder hier drüber. Irgendwie hier so. Also hier oben wäre schon ziemlich cool. Würde ich gerne nochmal ein Pixel Art haben. Aber kein normales Pixel Art wie hier. Ich gebe keine Vorgaben, außer dass es halt irgendwie hier so hinpassen muss oder hier so hinpassen muss. Es kann aber auch, es muss nicht unbedingt ein Pixelart sein. Es kann auch eine Statue sein oder sowas. Alles, was zu einem Eingang von einem Park passt. Alles, was ich cool finde, werde ich hinbauen. Das heißt, wenn jemand eine Statue baut und der andere macht ein cooles Eingangsschild, Klüms Funland irgendwie mit als Pixelart oder sowas, das wäre mega cool. Also lasst eurer Kreativität freien Lauf. Also ich würde hier oben, also da oben, also quasi da oben, würde ich gerne ein Schild anbringen, wo irgendwie Klüms Funland draufsteht, was irgendwie so ganz groß hier oben ist. Natürlich dann nicht breiter als dieser, also vielleicht ein bisschen breiter als der ganze Berg. Wie viele Blöcke sind da? 10, 20, 30 Stück vielleicht. Lasst eure Kreativität da aber freien Lauf. Ihr könnt das auch größer machen, aber auch bitte nicht viel zu viel größer. Hier vielleicht eine Statue, die den Berg irgendwie hochhält oder so. Ein Klümskin, der den Berg hochhält oder sowas. Baut einfach mal in einer Creative World los und schickt mir das Ganze dann auf Twitter unter dem Hashtag Klümpark. Hashtag Klümpark, das C groß und das P groß. Klüm, also groß, Kleinschreibung ist sowieso egal bei Hashtags. Aber Hashtag Klümpark. Das würde mich mega freuen. Und zusammen machen wir den Eingang des Parks übel geil. Und ich freue mich da schon drauf, eure ganzen Einsendungen zu bekommen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen irgendwann machen. Heute, wie gesagt, machen wir aber mal den Gang. Und das Erste, was ich dafür machen muss, mache ich mal flott. Denn das Erste, was ich dafür machen muss, ich muss den ganzen Boden hier rausreißen. Denn den mache ich aus demselben Material, wie ich auch die Brücke gebaut habe. Oh nein, es regnet schon wieder. Nein. Nein, jetzt aber mal ohne Witz. Wir können anfangen, hier das zu bauen. Ich sollte jetzt die meisten Materialien haben, die ich dafür benötige, / brauche. Erstmal müssen wir hier einen vernünftigen Boden reinziehen und das mache ich mit diesen Slabs, mit den Half Slabs. Die packen wir einfach so hier rein, ganz normal, wer kennt's nicht. Weil ich mit denen hier generell mal mehr bauen will. So,
Ja, die ziehen wir natürlich noch bis zum Ende, weil sonst sieht es auch echt doof aus. So. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich den Eingang mache. Das ist dann auch was, was ich entscheide, sobald wir wissen, was hier noch hinkommt. Also sobald ich eure Einsendungen habe. Jetzt geht es wirklich in dieser Folge nur um den Gang, den man schöner machen kann. Und dann würde ich auch direkt hier schon hingehen und diese Teile hier, diese Knöppel einmal abreißen. So, einmal hier. Und einmal hier. Und dann eventuell, ne, ohne eventuell, sondern tatsächlich ganz, tatsächlich, ersetzen durch Holz. Ich weiß noch nicht, wie ich das da oben weitermache. Es soll ja nicht doof aussehen. Aktuell sieht es ein bisschen bescheuert aus. So, ich mach mal ganz kurz den Regensound aber aus. Ah, viel, viel besser. Kein Regensound. So, wir haben jetzt erstmal das hier auf dieser Seite. Das braucht man natürlich auch irgendwann auf dieser Seite. Aber ich zeige euch jetzt erstmal anhand von dieser kleinen Stelle hier, wie ich denn überhaupt vorhabe, das Ganze zu designen. Erstmal möchte ich hier ein bisschen Holz auf dem Boden haben, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und dann soll es eigentlich ganz easy peasy weitergehen. Ich möchte immer abwechselnd zwischen diesen Blöcken und zwischen Glowstone-Blöcken, so, das ist erstmal das Erste, also zwischen den Laternen, erstmal dieses Muster hier reinbringen. Was ein Quatsch, ich baue meine eigenen Sachen falsch. Ich möchte hier erstmal nichts reinbringen. Die möchte ich auf dieser Höhe haben. Auf dieser Höhe würde ich das gerne haben, eine Höhe zu tief gebaut gerade. Da möchte ich das hier haben. Ich habe mir ein Design dafür ausgedacht und ich finde, das Design sieht super cool aus, aber wir sehen das halt gleich noch komplett. Hier müssen wir das natürlich dann auch hinbauen. Hier könnte das eventuell zu Problemen führen. Gut ist aber, glaube ich, nicht. Okay, wir müssen es andersrum machen. Ich will unbedingt auf Nummer sicher gehen. Deswegen machen wir das andersrum. Wir fangen hier an, weil ich nicht weiß, ob der Redstone-Block den Notenblock powert und ob dadurch vielleicht mein Aufzug irgendwie nicht funktioniert oder sowas. Deswegen machen wir das einfach so rum. Und da, so rum geht es besser. Dann wissen wir zumindest 100%, dass dieser Glowstone-Block keine Redstone-Energie abgibt. So, das ist Schritt Nummer 1. Natürlich ist das Ganze ja noch nicht fertig. Und natürlich muss das hier entsprechend dann auch höher. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Wir müssen den Boden auch noch rausreißen und haben jetzt quasi das hier vor uns. Und hier, super easy Sache, die wir hier maken wollen. Einmal möchte ich an diesen Punkten so jeweils Holz haben. Und dann können wir die Treppen hier hinsetzen. Und auf der anderen Seite werden wir die Treppen erstmal unten hin placen. Ich hoffe, das Design gefällt euch auch, was ich hier created habe. Und so können wir dann die Treppen dran setzen. Und ich finde, das sieht schon total geil aus. Ich mag das. Die Optik gefällt mir sehr gut. Ja, und das Ganze natürlich oben auch nochmal. Erstmal hier bei den Sachen, bei den Glowstone-Lampen, generell das Ding hier hinbauen, generell das Holz hinbauen. Hier kommen dann, bitte nicht falsch, die Treppen rein. Und dann müssen wir quasi, das Einzige, was wir dann noch tun müssen, ist dieser Schmu immer, ja, hinsetzen. Und dann, so, perfekt, cool. Das heißt, hier haben wir jetzt schon eine coole Wand, wie ich finde. Natürlich wird das dann hier oben, wird das dann entsprechend so weitergehen, wie wir das auf der anderen Seite auch schon haben. Mit anderer Seite meine ich da unten natürlich. Und dann sind wir, was das angeht, auch fertig. Den Aufzug kann ich sogar so lassen und könnte das Ganze sogar so hinbauen. Cool, das sieht tatsächlich cool aus. Und der Aufzug passt hier auch irgendwie rein. Weil dann haben wir hier irgendwie... Das sieht total geil aus. Ich hätte nicht gedacht, dass der Aufzug hier so gut reinpasst. Und hier können wir schon mal Schalter anbringen, um die ganzen Lampen zu erhellen. Zwei Schalter brauchen wir auf der Seite und dann sind alle Lampen an. Ich wollte das zuerst mit Redstone machen und die vielleicht unterschiedlich powern, aber das würde dann hier irgendwann zu Problemen führen. Vielleicht machen wir das noch, wenn ihr sagt, das ist cool, dass die Redstone-Lampen irgendwie immer die ganze Zeit so blinken oder sowas, aber das bricht dann auch wieder Performance für den Server und bla bla bla. Ich würde sagen, ich baue jetzt noch den Rest hier zu Ende, ohne zu quatschen, weil dann bin ich immer raus und das dauert immer so mega lange. Und dann gucken wir uns mal zusammen den fertigen Gang an. So, hier oben noch ein bisschen zu Ende Terraform. Ich glaube, das reicht dann sogar schon. Diesen Turm, den wir hier gerade in kleinster Handarbeit gebaut haben, nochmal abreißen. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Und dann sollte das zumindest von außen schon mal komplett fertig sein. Ja, das geht, finde ich. Das geht einigermaßen. Das brauchen wir ja auch nicht mehr, diesen Pool. Wir springen eh nicht mehr von oben runter. So, ja, ist halt noch ein bisschen was. Aber... Das hier finde ich doch schon gar nicht so schlecht. Das sieht doch ganz gut aus. Wenn wir hier dann noch einen vernünftigen Eingang haben, wie gesagt, dann glaube ich, geht das ziemlich gut. So, und hier wollen wir dann nochmal das Dach vernünftig einbauen. Und zwar so, sehr gut. Und dann können wir hier, was können wir denn hier hin machen? Könnte man den hier einbauen, oder? So einen Balken. Und den Balken auf der anderen Seite dann nochmal. Ich glaube, das würde sogar noch cooler aussehen. Ja, doch. Gefällt mir. Ich muss sagen, das ist echt cool. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Dieser Gang hier gefällt mir tatsächlich sehr gut. Leute,
Tut mir leid, falls das mal eine etwas verwirrende Folge war. Ich bin ein bisschen fertig im Kopf, weil ich sehr, sehr wenig geschlafen habe. Aber das ist eigentlich auch völlig egal. Schickt mir auf jeden Fall unter dem Hashtag Klimpark Eingänge für den Park. Gerne auch hier einen coolen Ausgang oder sowas. Aber der coole Eingang ist halt das Wichtigste, dass die anderen auch sehen, okay, krass, da entsteht ein Park und so. Das wäre total cool, wenn wir hier irgendwas hinkriegen würden. Und da oben vielleicht auch noch was. Gott, wo kam der Creeper denn her? Holy shit. Ich hab so hochgeguckt, denk mir, pipapo, gar nichts schlimm so. Auf einmal kommt ein Creeper und sprengt hier alles weg. Wo kam der denn her jetzt plötzlich? Wir müssen definitiv die Stadtmitte anfangen. Auch ein Projekt, was wir noch machen könnten in den nächsten Folgen. Leute, das war's mit dieser Folge von Craft Attack. Mal ein bisschen mehr bauen und reden in der Folge, weil ich das jetzt schon mehrfach in den Kommentaren gelesen hatte. Klim, mach doch mal wieder so eine Oldschool-Folge. Das hier war mehr so eine Oldschool-Folge. Wenn euch so Oldschool-Folgen gefallen, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wird dann aber wieder eine neue Folge, sagen wir mal, mit einer Timelapse und so weiter und so fort. Mit weniger Quatschen beim Bauen, denn ich finde, das muss auch, das aber so eine Oldschool-Folge muss mal sein, finde ich. So, das wollte ich sagen. Leute, wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö. Bis zum nächsten Mal.